Jackbreaker im Alternativtraining Outdoor. Heute habe ich wieder 30 Kilo Gepäck. Numan hat auch Gepäck dabei, wieder diese 20 Kilo Sack. Es kann sein, dass ich dann werde heute das in der Summe versuchen, da hochzuschleppen. Das wäre dann Gesamtlast, wäre ich auf 50 Kilo. Der Numan läuft jetzt ohne Last und bringt sich auf Puls und wärmt sich auf. Wir müssen natürlich hier schon in der Realität aufpassen wegen den Knöcheln. Ich würde mich tot ärgern, wenn ich jetzt meinen Knöchel umknicke und wäre für 3 Wochen dann außer Betrieb. Macht auch so ein Alternativprogramm, bevor alles wirklich eine richtige Ausgangssperre kommt, wo wir wirklich nicht rausgehen dürfen. Alter, du redest zu viel. Ja, trainier mal, komm. Ja, auf. Okay. Mach's gut. Ciao. Jetzt nehme ich 50 Kilo. Auch beim Runtergehen, bei mir zittern die Beine schon beim Runtergehen. Da ist ein Obdachloser, der hat sich angeschlossen, der will auch trainieren. Jetzt gebe ich mal Gas hoch, ja, das wird anstrengend. Ja, das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, das mache ich nicht. 2, 3. Auf, Rocky! Jawohl, weiter! Gutes Tempo, wirklich. Und es ist auch sehr anstrengend. Dieser Gürtel ist hier abgerissen, den mussten wir verknoten. Der Rucksack hängt nicht mehr auf der Hüfte. Wenn ich jetzt bergunter gehe, muss ich meinen Bauch nach vorne crunchen, sonst kippe ich nach hinten, weil das Gewicht so oben hängt. Jackbreaker hier, letzte Runde. Die letzten 13 Minuten habe ich ohne Last, ohne Rucksack gemacht. Da bin ich einzeln immer hochgesprintet und runter, so normal wieder runtergelaufen. Ich bin zufrieden mit mir. Numan hat mich mit Rucksack überholt. Du hinter der Kamera hast mich auch überholt. Sowohl im Einzelsprint als auch mit Gepäck. Also ich merke definitiv, ich bin hier der Schwerste und das ist kein Vorteil. So ungefähr 93, 94 Kilo Körpergewicht. Lieber würde ich 10 oder 20 Kilo mittlerweile weniger wiegen, aber dafür diese Einzelleistung in Geschwindigkeit übertreffen. Das war's, ich habe meine 60 Minuten voll. Numan hat auch die 60 Minuten voll. Sehr gute Arbeit. Ich habe mittelmäßige Arbeit geleistet und auch danke dir, dass du auch mich da überholt hast und mir auch Druck gemacht hast. Auf Wiedersehen, bis demnächst. Ciao.